Lena Sundgren räumt auf. Die 84-Jährige sortiert in ihrer Wohnung in Stockholm Bücher aus. Jedes einzelne nimmt sie in die Hand, wägt ab, ob es noch gebraucht wird oder nicht. Für das, was Lena Sundgren macht, gibt es in Schweden einen Spezialausdruck. Döstädning, übersetzt Todesputz, bedeutet, vor seinem Ableben seine persönlichen Sachen auszumisten, vor allem um die Nachkommen zu entlasten. This desk cleaning. Dieser Todesputz, den ich ein paar Mal in der Woche mache, wirkt sich beruhigend auf mich aus. Denn ich versuche, mein Bestes zu geben, um meinen Besitz zu reduzieren und meinen Verwandten die Entscheidung abzunehmen, was sie mit all diesen Sachen machen sollen. To reduce and to relieve my relatives from deciding what to do with all those things and etc. Den Trend zum sogenannten Todesputz hat Margareta Magnusson losgetreten. Ihr 2017 erschienenes Buch »Frau Magnussons Kunst, die letzten Dinge des Lebens zu ordnen« hat weltweit Kultstatus erlangt. Was sie Gleichaltrigen rät, hat sie auch selber längst verinnerlicht. To take care of your own stuff is quite amusing sometimes. Sich um seine eigenen Sachen zu kümmern, ist manchmal ganz lustig. Denn wenn man alt ist, erinnert es einen an Momente, an die man sich vielleicht erinnern möchte. Ich glaube nicht, dass man Dinge aufbewahren sollte, die einen selbst oder die Familie unglücklich machen. Schmeiß sie einfach weg. You should save things that makes you or your family unhappy. Just get rid of it. Der pragmatische Umgang der Schweden mit dem Thema Tod trägt dazu bei, dass viele ältere Menschen im Land dem Vorbild Magnussons folgen, manchmal eben auch zu zweit. You have to understand, you have to realize that you can't live forever. Yeah, you can't live forever. Man muss verstehen, man muss begreifen, dass man nicht ewig leben kann. Und wie Lena sagte, es gibt einem eine Art von Ruhe. Ich werde sterben, das war's. Ja, es gibt eine Art von Ruhe. I'm going to die. Well, that's it. Calm. Yes, it gives kind of calm.